Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Ja, 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 na? Ja, na? Ja, ja, na? Ja. Blaue Stunde, ich bin's. Na? Ja? Sonntag, 16 bis 18 Uhr, blaue Stunde. Ich find's ehrlich gesagt ein bisschen Nazi, das hier zuhört. Das erinnert mich an Nazi-Methoden. Leute, die zuhören, das ist Nazi. Hier, Radio 1 ist auch Nazi. Hier, die Technik ist ein Nazi. Ist alles Nazi. Erinnert mich an Hitler-Methoden. Auch hier, der Redakteur ist ein Nazi. Nazi! Hätte gern drei Brötchen. Nazi! Können Sie mir ein Taxi schicken? Sie Nazi? Sie sind doch ein Nazi. Das sind alles Nazi-Methoden. Wenn ich nur einmal das Wort Nazi höre, dann werde ich zum Erdogan. Wer hätte gedacht, dass die Türken solche Pussys sind, ha? Wer hätte das gedacht? Sind immer beleidigt, immer chronisch, ja. Das ist ja schon schlimmer als bei den Juden. Also nein, ich komme durcheinander. Die Vergleiche bringen mich durcheinander. Und eigentlich wird ja sich gegenseitig vorgeworfen, Nazi zu sein, oder? Die Türken den Deutschen, die Deutschen den Türken. Die Deutschen sagen ja auch, Erdogan ist ein Nazi. Es ist seine Diktatur. Es würde sich anbahnen. Ermächtigungsgesetz, das kennen wir doch schon. Lasst doch bitte diese Nazi-Vergleiche weg. Lasst sie mir. Ich bin doch der Fachmann für Nazi-Vergleiche. Ihr könnt das alles nur halb so gut. Ich meine, was ist an der Merkel Nazi? An der ist alles Pussy oder Muschi, aber nicht Nazi. Ja, was ist an der EU, an den Holländern, an den Ohren? Ich hab so gelacht, Alter. Die Holländer sind Nazis. Das ist so, als würdest du das Henrik M. Broder vorwerfen. Du alter Nazi. Gott im Himmel. Und dann Kühe ausweisen. Das ist doch das Allergeilste, oder? 40 holländische Kühe sind diese Woche ausgewiesen worden aus der Türkei. Hey, die Türken haben nicht mehr alle Tasten im Schrank. Ja, und ganz ehrlich, ich habe auch keinen Schiss. Also diese ganzen, du spielst mit unserer Ehre, wir drohen dir. Ihr habt euch so ins Nichts katapultiert, Leute. Meine lieben Landsleute, 40 Jahre Integration in 10 Monaten kaputt. Wofür? Dafür, dass ihr jetzt in die Türkei geht und da besser behandelt werdet als hier. Forget it. Das wird nicht passieren. Ich habe weder was für Deutschland noch was für die Türkei übrig. Ich bin auch kein Schweizer und kein Holländer. Ich lebe da, wo ich lebe, und da gefällt es mir gut, solange ich sagen kann, was ich denke und tun kann, was ich nicht lassen will. Ja? Und das ist hier der Fall, und deswegen identifiziere ich mich mit diesem wunderbaren Land und muss nicht irgendwie nach einem anderen Land mich sehen oder mich vertreten fühlen von Präsidenten, die meine Stimme nur dann brauchen, wenn ich ihnen gut genug bin. Wo war denn der Erdogan in den letzten 20 Jahren, als alle Türken auf dem Konsulat rumgelungert haben und für 10.000 Euro sich freikaufen wollten vom Wehrdienst? Wo war denn der liebe Erdogan, als die Türken hier vertreten werden sollten, 1992 nach Mölln und andere Präsidenten, damals war es ja noch nicht mehr Erdogan, sondern Yilmaz, ja? Wo war er denn bei den NSU-Morden? Da fing es doch noch gerade erst an. Jetzt hat er erkannt, dass die Leute seine Stimme, ja, ihre Stimme für seinen Wahlkampf, seine Kampagne abgeben können, und deswegen sind sie ihm gut genug. Ey, ihr werdet morgen schon wieder vergessen sein, ja? Kümmert euch lieber um euer eigenes Leben als um das Leben von irgendwelchen Leuten, die sich einen Scheißdreck für euch interessieren, und genießt die Freiheit, die ihr hier habt, ja? Zusammen mit mir 2 Stunden in der blauen Stunde. Okay, ich breite die Arme aus für einen gewaltigen Shitstorm. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Ich kann ohne diesen Shitstorm nicht leben. So, das war das Statement am Anfang der blauen Stunde. Hier mit mir 16 bis 18 Uhr. Ich freue mich auf 2 Stunden. Unabhängig davon, welcher Nationalität oder welchem Glauben, welcher Ideologie ihr euch zugehörig fühlt, seid ihr hier bei mir herzlich willkommen. Heute
telefonieren wir sogar miteinander und zwar zum Thema Ich habe ein Geheimnis. Machen wir es ein bisschen RTL-mäßiger. Vorsicht, Ausrufezeichen, ich habe ein Geheimnis. Und wenn ihr dazu etwas zu sagen habt und wirklich nur dann, dann ruft hier bitte an und enthüllt dieses Geheimnis vor einer Zuhörerschaft von radikal aggressiven Erdogan-Anhängern. Ich muss immer husten, wenn ich das Wort Erdogan sage. Und zahlreichen, auch nicht-türkischen Radiohörern, die sich hier allsonntaglich die Mühe machen, sich mit mir durch die 2 Stunden zu kämpfen. Da stehen wir auf einer Seite. Jetzt gucke ich kurz zu meinem Redakteur, ob wir schon einen Anrufer in der Leitung haben, weil ich habe ja die Nummer auch noch gar nicht gesagt. Wie sollen die vollspacken? Apropos, dafür kriegt man jetzt einen Grimme-Preis, wenn man zwischendurch das Wort Spacko sagt. Wie sollen die auch wissen, wo sie hier anrufen sollen? Die Nummer lautet 033. 1 70 99 1 1 1. Ich wiederhole es nochmal: 0331 70 99 1 1 1. Thema heute: Vorsicht, ich habe ein Geheimnis. Ja, da könnt ihr zu anrufen und dann werden wir miteinander sprechen. Martin Schulz ist SPD-Vorsitzender. Und Erich Honecker würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass Schulz eine 100%ige Zustimmung zu seiner Vorsitzenden, zu seinem Vorsitz ist das Substantiv von Vorsitzender oder Vorsitz hat. Die SPD ist willfährig ihm ausgeliefert. Sie hat gar keine andere Chance, wenn sie nicht irgendwann unter 20% landen will, muss sie nach dem letzten Strohhalm greifen und Martin Schulz zum Vorsitzenden erklären. Ob diese Luftblase, die sich da gerade zu einer großen zu entwickeln scheint, bis zum Herbst reichen wird oder ob sie nicht zerplatzen wird wie eine Seifenblase. Das werden wir sehen. Ich glaube, die SPD wird noch einen langen Weg zu gehen haben, zumal einer der größten Konkurrenten sich ja noch gar nicht in den Wettbewerb begeben hat. Dessen Name sei hier nicht erwähnt aus rechtlichen Gründen, aber einige wissen, wen ich meine. Jetzt sehe ich, haben wir einen Anrufer in der Leitung. Es klingt so nach einem Mann. Es ist ein Mann, den stellen wir rein und hören sofort mal, wer es dort ist. Hallo, hier ist die blaue Stunde, Serdar Somuncu, wer ist da bitte? Hallo, hier ist René. Hallo, Serdar, sei gegrüßt. René, mein Lieber, du weißt, was das Thema ist. Vorsicht, ich habe ein Geheimnis. Ganz genau. Welches Geheimnis? Ich möchte heute gerne bekannt geben, wen ich 2017 wähle, gerade nach dem, was heute in Berlin sozusagen passiert ist. Vorsicht, verkleide es bitte in ein Synonym. Bitte verkleide es. Kann es sein, dass es ein Mitbürger doppelter Staatsbürgerschaft Herkunft ist? Vermutlich, ja. Ein attraktiver Mann mit wenigen Haaren? Nein. Gar keine Haare? Nein, das weiß ich nicht. Also an manchen Stellen wahrscheinlich gar keine mehr, aber nein. Auf dem Kopf, er hat auf dem Kopf noch Haare? Nee, also eigentlich ist es mehr weiblichen Geschlecht. Ach scheiße, nee, dann sag, wen willst du? Ja, natürlich Angela Merkel. Ich kann dir auch begründen, warum. What? What? Du willst Angela Merkel und du sagst das hier öffentlich im Radio. Ja. René, das ist das geilste Geheimnis ever. Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Klingt jetzt ein bisschen vielleicht großkotzig, wenn ich das so sage, aber Deutschland geht's ja im Prinzip immer nur noch besser. Und ich bin zwar auch nur so ein kleiner, mäßiger Angestellter, ich bin selber Busfahrer in Braunschweig ab 1.4. und kann dir dazu nur sagen, dass ich mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe, auf jeden Fall sehr zufrieden bin und weiß, dass der kapitalistische Gedanke immer weiter wächst und auch diesbezüglich so schnell keinen Abklang finden wird. Und ich meine, das hört ja jetzt nicht morgen auf. Was ist der kapitalistische Gedanke genau? Kannst du den erklären? Ja, das kann ich auf jeden Fall. Der am meisten Geld hat, beziehungsweise die Leute, die am meisten Geld haben und es nicht für soziale Projekte zum Beispiel einsetzen möchten, das immer weiter immer weiter treiben werden, bis man, du weißt ja selber, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, was weiß ich zum Beispiel, dass irgendwelche Sachen aus Afrika der Wohlstand aus Afrika sozusagen nach Europa bla. Und deswegen wählst du Angela Merkel, weil sie die sozial Schwächeren vertritt? Nicht die sozial Schwächeren vertritt, sondern weil es sowieso, egal was man wählt, so weitergehen wird. Nur ich möchte nur eins verhindern, dass solche komm, Leute... Alter, das ist fuck. Ernsthaft. Ja, das ist aber Gesülze. Egal was man wählt, es geht weiter, das stimmt ja nicht.
Wenn du AfD doch, zum Beispiel wählst, dann geht es zwar auch weiter, aber in eine ganz andere Richtung. Ja, aber sowas interessiert mich zum Beispiel gar nicht, weil ich bin halb Deutsch, halb Franzose. Und wenn solche Leute sich hinstellen und sagen, hey, etc., hier von wegen, den Deutschen muss es am besten gehen und so weiter, dann stimmt das natürlich. Aber mach doch mal konkret, was ist denn im Wahlprogramm der CDU? Was in, ja gut, das kann ich dir sagen. Also, aber du wählst die CDU. Was ist im Wahlprogramm der SPD? Die CDU. Nein, nein, hör zu. Deine eigene Befindlichkeit ist, mir geht's gut. Okay. Ja, mir geht es zum Beispiel. Geht es nicht darum, dass es den anderen auch gut geht? Ja, genau. Nur das ist ja nicht Aufgabe der CDU, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Es den Leuten in Deutschland prinzipiell besser geht. Es geht ja mehr darum, dass die Leute selber ihr sozusagen Glück in die Hand nehmen und dadurch daran glauben, zum Beispiel auch was die CDU dann sozusagen vertritt, dann weiter nach vorne sich okay zu pushen. René, dass sie uns politische Unterstützung nehmen, das ist ja was ganz anderes. Vous n'avez pas de temps maintenant. Okay. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup, René. So bewandert bin ich jetzt auch nicht, dass ich mit dir sprachlich gewandt da noch ein bisschen mithalten könnte. Dann leg einfach auf, wir sprechen uns irgendwann wieder. Ciao. Und wähl CDU, das ist okay, eine gute Idee. Wenn man so minder bemittelt ist, keine andere Wahl. René wählt CDU. Jeder kann wählen, was er will, haben wir prinzipiell nichts gegen, aber er sollte wissen, warum er es wählt, oder? Und dann zu sagen, ich will, dass es mir gut geht, den anderen ist mir scheißegal, da würde ich schon eher NPD wählen. Das ist dann, glaube ich, die eindeutigere Wahl. Aber ist ja auch nicht weit weg. Chuck Berry ist gestorben. Gestern? Heute? Vorgestern? Chuck Berry, 90 Jahre alt, vor kurzem. Chuck Berry ist einer der Großen gewesen, nie für mich, ich war kein Fan, aber immer traurig, wenn Leute sterben, die wichtig waren für die Musikgeschichte. Und deswegen spielen wir heute hier in der Blauen Stunde als erstes Johnny B. Goode von, Überraschung, Chuck Berry. Also wenn man das hört, denkt man, ja gut, nicht so schlimm, dass er gestorben ist. Aber das ist Geschmackssache. Ich wollte kurz mal ein bisschen Nils Ruf-Style hier bringen in der Sendung. Chuck Berry war das. Go, Johnny, go. Sonntag, 16 bis 18 Uhr, heute in der Blauen Stunde. Ja, Schulz ist SPD-Vorsitzender. Wir sind alle Nazis, ihr auch. Jeder muss sich dem Vorwurf aussetzen, Nazi zu sein. Keiner weiß allerdings, was Nazi genau ist. Und die wenigsten wissen, ob diejenigen, die als Nazis bezeichnet werden, vielleicht wirklich ein bisschen Nazi sind und diejenigen, die es sagen, dass die anderen welche seien, nicht auch welche sein könnten. Cooles Deutsch. Ja, müsste man mal in die Geschichte gehen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Hitler und Atatürk eigentlich ganz gut miteinander waren. Im Mausoleum von Atatürk steht ein Geschenk von Adolf Hitler an Mustafa Kemal Atatürk. Die Deutschen waren immer sehr gut mit den Türken befreundet, haben die Bagdadbahn gebaut, haben in Istanbul viele Häuser gebaut, konzipiert. Es gab deutsche Kaiser, die sich in osmanischen Uniformen haben ablichten lassen. Es gab immer ein sehr gutes Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei und es gab auch in manchen Situationen ein stillschweigendes Abkommen zwischen den Deutschen und der Türkei. Und das war auch im Zweiten Weltkrieg nicht anders, obwohl die Türken im Zweiten Weltkrieg sich sehr ambivalent verhalten haben. Denn sie haben auf der einen Seite sehr vielen jüdischen Menschen geholfen und sie vor dem Zugriff der Nazis versteckt, aber sie haben auf der anderen Seite auch den Nazis zugearbeitet, mindestens, oder indirekt unterstützt, was die Nazis vorhatten. Sie sind nicht direkt in den Krieg eingetreten auf der Seite Deutschlands, sondern, und das spricht Bände, pro forma, erst Ende Februar 1945 hat die Türkei Deutschland offiziell den Krieg erklärt. Also man müsste schon ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, um herauszufinden, ob diese Nazi-Vorwürfe nicht vor allem auch auf einen selbst zutreffen, wenn man sie denn so inflationär benutzt. Schon gar nicht treffen die Nazi-Vorwürfe auf Holland zu. Holland ist eines der Länder, das am meisten darunter gelitten hat, dass Hitler und Konsorten an der Macht waren. Es gab zwar 40.000 freiwillige SS-Mitglieder auch in Holland. Anne Frank übrigens ist von Holländern an Nazis verraten worden. Aber wer mal in Rotterdam war und wer mal in Holland überhaupt unterwegs gewesen ist, der weiß, dass kein anderes Land, außer Polen vielleicht, in Europa so sehr unter der nationalsozialistischen Herrschaft gelitten hat, wie die Holländer. Und denen vorzuwerfen, sie würden Nazi-Methoden anwenden, ist hanebüchen, ist absurd, ist lächerlich. Das Einzige, was man eigentlich machen kann in solchen Momenten, ist es zu ignorieren und zu sagen, na und wenn schon, dann ist es eben so, leck dich selbst. Gut, soweit zu den Nazis, aber wie gesagt, das kann man nur ignorieren. Wir haben ein paar andere Sachen diese Woche gehabt, die auch bewegend waren.
Und die wir ja auch schon besprochen haben, nämlich gerade in Holland die Wahl, Geert Wilders endlich wieder in seine Schranken zurückgewiesen worden, immer noch mit vielen Prozentpunkten, viel zu viel eigentlich für jemanden, der sowas wie er verzapft, aber doch deutlich weniger, als man erwartet hat. Rutte ist jetzt auch nicht der beste Präsident, den man sich wünschen kann, macht viele Dinge, die einschneidend sein werden für das holländische Sozialsystem, er kürzt Gehälter, er streicht Subventionen, aber die meisten Holländer sind glücklich, dass Wilders nicht in die Lage gekommen ist, die Regierung zu bilden und damit einen weiteren Schritt in Richtung Anti-Europa zu machen. Das wäre auch für Europa fatal gewesen, denn dann wäre das, was wir jetzt als europäisches Konstrukt noch halbwegs zusammenhalten können, kurz davor zusammenzubrechen. Bald steht ja schon die Wahl in Frankreich an und Marine Le Pen wird hoffentlich auch nicht so viele Prozente bekommen, wie man jetzt noch glaubt. In Frankreich ist es allerdings komplizierter. Die Opposition setzt sich ja gerade selbst, bringt sich ja gerade selbst um ihre Chancen, indem sie sich einfach zersetzt. Ob das bis zur Wahl noch funktionieren wird, einen guten Gegenkandidaten aufzustellen und ob die Franzosen tatsächlich auch mehr mit der Vernunft als mit dem Bauch entscheiden werden, das ist eine Frage, die wir in den nächsten Wochen auch hier besprechen werden. Hoffentlich aus einer Sicht, die uns Mut macht. Wir haben heute Anrufer in der Leitung. Die Nummer ist noch einmal 0331 70 99 111 und unser Thema ist Vorsicht oder wir ändern es jetzt nochmal, Hilfe, Ausrufezeichen. Ich habe ein Geheimnis. So klangen früher Hans Meiser Talkshows am Nachmittag. Ich glaube auch, dass wir jemanden in der Leitung haben. Ich sehe meinen Redakteur Jürgen lebhaft diskutieren. Das Geheimnis scheint doch einigermaßen spannend zu sein. Er schüttelt den Kopf. Nein, kleinen Pimmel hatten wir schon. Nein, dann nicht. Habt ihr Geheimnisse? Also jetzt mal vielleicht auch physischer Art. Vielleicht habt ihr irgendetwas an eurem Körper, was niemand außer euch bisher gesehen hat. Vielleicht habt ihr auch irgendwas, eine Marotte, etwas, womit ihr ja, in der Öffentlichkeit vorsichtig umgeht, womit ihr haushaltet. All das könnt ihr hier unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich nur mir beichten, so dass keiner es mitbekommt, aber wir alle was zu sprechen, zu lachen, zu denken haben. In der blauen Stunde, falls ihr uns übrigens schreiben wollt, auch das macht ihr ja gut und gerne, an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ich habe viele Briefe von euch gelesen, die mich positiv stimmen, die mir Mut machen, die freundlich sind und dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ja, ihr merkt, meine Stimmung ist gut. Das liegt nicht nur am meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März, sondern auch am kalendarischen, der jetzt am 21. kommt. Es ist heute zwar nicht so schön, wie es in den letzten Wochen war, immer mal wieder sonnig, warm, jetzt regnet es draußen wieder 7, 8 Grad, aber tendenziell wird es besser, bald werden die Uhren umgestellt und dann wird auch das Gefühl wieder ein bisschen klarer. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf den Frühling, ich weiß nicht, wie es euch geht, der Winter war echt saulange. Und von November bis März, das ist schon eine Durststrecke, auch an Licht, auch an Freude, auch an Luft und das kommt jetzt alles wieder. Ich hoffe bald und dann werden wir mal sehen. Jetzt habe ich aber, glaube ich, einen Anrufer in der Leitung, nein, ich werde hier drauf geschickt. Immer noch zum Thema Hilfe, ich habe ein Geheimnis, könnt ihr hier anrufen, 0331 70 99 111. Ja, ansonsten auch wieder viel passiert diese Woche. Wie gesagt, wir hatten vor allem natürlich den Türkei-Deutschland-Konflikt, Türkei-Europa-Konflikt, muss man ja eher sagen. Wir hatten SPD, den Vorsitzenden, der jetzt endlich gewählt worden ist, demnächst als Kanzlerkandidat wahrscheinlich auch nominiert werden wird. Und diverse andere Geschichten, Anschlag in Frankreich, ein Verrückter hat am Flughafen Paris Orly einen Sicherheitsbeamten überfallen, ihm die Waffe entzogen und ihn dann umgebracht. Passiert leider immer noch viel zu viel auf der ganzen Welt. Und mal gucken, wie lange es dauern wird, bis diese Idiotie Ende gefunden hat, bis Leute aufhören, andere umzubringen, weil sie meinen, sie müssten ihnen ihre Meinung eintrichtern oder ein Exempel statuieren für ihre Meinung. Ich finde es grausam, ich finde es ehrlich gesagt unerträglich. Weiß aber nicht, ob es da in Zukunft plausible Lösungen, Ansätze für geben wird, es zu verhindern. Denn Bekloppte gibt's immer, überall und leider viel zu viel. Vor allem im Internet. Das ist ja, es wimmelt ja nur vor Bekloppten im Internet. Das Internet scheint so ein Treffpunkt geworden zu sein für Bekloppte. Aber das Internet, wer ist das Internet eigentlich? Vor allen Dingen die großen Konsortien, die großen Firmen, Facebook, Twitter, tun ja auch nichts dagegen, dass sich da der Irrsinn verbreiten kann. Ich habe es diese Woche wieder erlebt.
Da werden ganz harmlose Beiträge gelöscht und die Nutzer werden gesperrt. Aber andere Dinge, die viel grausamer sind, die viel schlimmer sind, die strafbar sind, werden einfach problemlos verbreitet und stehen gelassen. Da wünschte ich mir tatsächlich, dass es eine Instanz gäbe, die auch hier in Deutschland und nicht nur hier eingreift und sagt, sowas verbreiten wir nicht im Internet. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass man da seine Hassattacken, seine Wut, seine Aggression einfach so rauslassen kann. Und ich finde, abgesehen davon, dass es strafbar sein müsste, Menschen auf dieser untersten Ebene zu beleidigen, wenn es nicht in einem Korsett, einem künstlerischen Konzept von Satire oder Ironie verpackt ist, dass man diesen Leuten einfach einen Riegel vor ihr Handeln schieben müsste. Und auch nicht nur vor ihr Handeln, sondern auch für ihr Denken. Aber das ist ein anderes Thema, dauert zu lang. Ich sehe, wir haben im Moment keine ernstzunehmenden Anrufer in der Leitung. Falls ihr ein ernstzunehmendes Thema habt, 0331 70 99 111 ist die Rufnummer hier bei Radio 1 in der blauen Stunde. Mit mir, Serdar Somuncu, sonntags zwischen 16 und 18 Uhr. Nächste Woche ist habe ich Sendung. Ja, ich hatte ja mal eine Sendung auf NTV, die kurzzeitig dann nicht mehr da war und jetzt wieder da ist. Und die geht dann diese Woche Dienstag weiter. Warum das alles passiert ist, das haben mich viele Leute gefragt. Könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr hier anruft, dann reden wir auch über eure Fragen. War letztendlich ein ganz banales Ding. Wir haben Nachrichten gefälscht. Ja, wir haben Fake News gemacht. Und NTV hatte berechtigterweise Angst, dass Leute das sehen und ernst nehmen. Eine der Nachrichten war, Donald Trump sperrt allen Muslimen für 30 Tage den Strom. Weil diese ja Entbehrungen gewöhnt seien und das Geld wird eingesetzt für die Terrorbekämpfung. Wenn man das am Flughafen gesehen hätte, ohne Ton, nur das Spruchband unten, hätte es dazu kommen können, dass man sich bemüßigt dazu fühlt, eben einen terroristischen Anschlag zu begehen, wenn man beschnitten ist und einen Kaftan um den Kopf hat. So aber hat NTV Gott sei Dank eingeschritten und gesagt, können wir nicht machen. Wir haben uns mit denen verständigt. Ein Koffer voll Geld hat gereicht, um uns zu überzeugen. Hier kommt Nirvana. Come as you are, sage ich auch immer. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Ja, das bin ich. Blaue Stunde am Sonntag, 16 bis 18 Uhr. Die Verkehrsnachrichten finde ich immer super. Hör ich immer gerne. Ja, ich mag das. Möchtest du selber vorlesen? Kann ich mal, darf ich eine mal vorlesen? Ja, bitte. Warte, ich muss mal gucken, welche soll ich vorlesen? Einfaches vielleicht für den Einstieg. Welches, sag mal, welches ist einfach? Sag doch einfach nochmal einen Blitzer davon, Leute. Aber warte mit so einer Stimme. Blitzer und Verkehrsmeldungen nehmen wir sehr gerne von Ihnen entgegen unter 0331 70 99 888. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Du hast mich jetzt imitiert, oder? Nein, du machst es viel besser. Dankeschön. Bis gleich. immer was los hier im Studio, immer gute Stimmung und ich hoffe, ihr habt auch gute Stimmung und lasst euch nicht davon irritieren, dass wir gute Stimmung haben. Ihr könnt anrufen 0331 70 99 111 und tatsächlich ist jetzt jemand in der Leitung. Hallo, ja. Wer ist da? Hallo. Hallo, wie heißt du? Katrin. Hallo Katrin. Ich muss gestehen, ich höre euch das erste Mal. Meine ganzen Freunde hören euch. Oh, du klingst aufgeregt, Katrin. Ich hoffe, ich bin noch aufgeregt. Ganz ruhig. Ja. Ihr klingt ziemlich jung noch. Du bist ziemlich jung? Nee, eure Stimmen sind ziemlich jung. Ja, ich bin gerade volljährig geworden. Wow, ernsthaft? Ja, also ich bin jetzt 21, aber das ist kaum der Rede wert. Ich habe ein Geheimnis. Ich bin eine ganz fromme, ernsthaft, ganz fromm. Ja, ich glaube dir das. Und nehme den Dekalog sehr ernst. Ja, ja. Und habe trotzdem aus Verzweiflung zweimal schon abgetrieben, weil ich so bekloppt gewesen bin. Ups. Warte mal, ist das jetzt dein Ernst? Ich würde es ganz gerne meiner Mutter sagen, aber ich traue mich nicht. Und es belastet mich sehr, dieses Geheimnis. Wie alt bist du, Katrin? 50. Du hast zweimal abgetrieben, du hast das deiner Mutter nicht gesagt. Du würdest das ihr gerne sagen. Genau, ihr ins Grab geht. Warum macht dir das so Schwierigkeiten, ihr das zu sagen? Was vermutest du, was sie sagen wird, wenn du es ihr erzählst? Und die wird euch verurteilen wahrscheinlich. Wofür? Dass ich nicht die Gebote ernsthaft genommen habe.
du sollst nicht töten. Hm. Und hier könntest du sagen, Kleene, also ich komme aus Thüringen, Kleene, da gibt es doch gewisse Verhütungsmittel. Ja, das ging immer so schnell. Das ist mir mit zweimal passiert und das ist nicht gut. Das ist schon lange her, oder? Einmal schon, ja. Das war, also ich bin 50, wie gesagt, einmal war es 93. Hm. Und jetzt gerade eben. Jetzt gerade eben? Mhm. Also vor kurzem, jetzt nicht wirklich jetzt gerade eben, sondern... Oh, ja. Hast du Kinder? Ja, zwei. Mein Sohn ist 26 und meine Tochter ist 20. Und deine Mutter lebt noch? Ja. Das ist hart. Ich kann das verstehen. Du hast ein vorauseilendes Schuldgefühl sozusagen. Da war ich so, also ich, wie gesagt, ich bin eine erwachsene Frau, dass es mit 93 passiert ist. Naja, da war ich doch jung gewesen. Ne? Aber jetzt mit 50, das ist total scheiße. Und hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, warum du so eine Angst vor deiner Mutter hast? Also gut, du hast jetzt erzählt, dass sie sehr gläubig ist und du bist wahrscheinlich dann als Kind in diesem Rahmen auch aufgewachsen. Sicher. Dekalog, sag ich nur. Erst bis 10. Das Gebot. Hm. Und da gehört, du sollst nicht töten dazu. Findest du das okay oder glaubst du, ein Kind muss sich auch irgendwann mal versuchen zu lösen? Was nochmal? Also ist es nicht, gehört es nicht zum Erwachsenwerden dazu, dass man sich davon auch lösen kann, dass die Eltern, sagen wir mal, wie in deinem Fall, so stark, so streng Einfluss geübt haben? Ich will ja keine Sorgen machen, aber ich würde es dir trotzdem sagen. Die würde mich nicht verurteilen, also die würde nur sagen, Mensch, Kleene, kannst du nicht aufpassen. Ne? Hm. Ich kann mir nicht helfen. Mir kommt deine Stimme sehr bekannt vor. Und komischerweise ist auch dein Name genau der Name, den ich gerade im Kopf hatte. Und auch Thüringen passt. Kann das sein? Nee, ich höre euch das erste Mal. Du hörst uns das erste Mal. Und auch dein Alter, komisch. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Aber das ist eine andere Sache. Klären wir später. Vielleicht warst du mal mein ehemaliger Schüler gewesen. Ich bin 30 Jahre im Dienst. Ja, nein, das weiß ich nicht, können wir auch nicht klären. Ich werde jetzt auch den Teufel tun, dir irgendwelche Tipps zu geben. Ich bin nicht Domian, aber ich kann dir nur mein Verständnis entgegenbringen und sagen, das ist wirklich unglaublich schwer und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du mit dir ringst. Aber wenn ich eine Empfehlung loswerden darf, ich würde es trotzdem machen. Ich würde es trotzdem sagen, denn bei dem, wie du dich gerade für mich anhörst und fühlst, scheint dich das ja sehr zu belasten. Und dieser Belastung kannst du nur entgehen, wenn du die Wahrheit sagst. Nun, ich lebe jetzt schon 30 Jahren in Berlin und sehe sie 3 oder 4 Mal im Jahr. Mhm. Aber wir sprechen jeden Sonntag miteinander. Mhm. Und jetzt bin ich eben gerade so aufgeregt, weil es mir gerade wieder passiert ist und ich mich dafür schäme, Schuldgefühle habe und wie auch immer. Abgesehen davon, dass du deiner Mutter das erzählen willst, ist es ja für dich auch ein unglaublich schwerer Prozess. Ich meine, es ist ja keine leichte Sache, wenn man ein Kind abtreibt. Lässt du dir in irgendeiner Weise helfen? Wie gehst du damit selber um? Hast du einen Partner, der dir hilft? Ich habe Freunde, aber keinen Partner. Und der Mann, von dem das Kind ist, wo ist der, wenn ich fragen darf? Der weiß das nicht. Hm. Der wohnt bei mir um die Ecke, in Prenzlauer Berg. Also hast du da auch noch ein Geheimnis sozusagen? Ja, ja. Nee, aber den möchte ich auch nicht belasten. Weil es ist ja mein eigenes Ding gewesen. Na, das sehe ich nicht so. Ich glaube, du belastest dich selbst am meisten, indem du andere nicht belasten willst. Das solltest du vielleicht ändern. Ich habe mich ich habe mehrere Freunde, also Kumpelfreunde, ne? Mit denen habe ich mich alle zerstritten, weil die alle gesagt haben, warum kannst du nicht aufpassen? Na gut, das ist eine andere Frage. Du bist alt genug zu wissen, dass man, wenn man kein Kind haben will, Möglichkeiten hat. Und wenn du mit einem Mann schläfst, ohne zu verhüten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du schwanger wirst. Ich weiß nicht, ob das mit 50 noch der Fall ist, aber die Lösung kann ja dann nicht immer sein, dass man das... Doch, noch okay. Ja, gut, ich bin da vielleicht ein bisschen einfältig, aber die Lösung kann nicht sein, dass du um dich herum eine riesen Wand aufbaust, sowohl zu deinen engsten Vertrauten wie deiner Mutter, als auch zu demjenigen, mit dem du das Kind gezeugt hast. Sondern da hilft dir, glaube ich, jetzt nur eine ganz harte Auseinandersetzung und die Flucht nach vorne. Und ich wünsche dir, dass du das machst. Und vor allem, dass du mit so schwerwiegenden Dingen nicht in der Radiosendung anrufst, sondern dich vielleicht professionell beraten lässt. Mhm. Du wolltest das ein Geheimnis haben. Absolut, absolut. Habe ich auch in Kauf genommen und ich finde es auch gut, dass du es erzählt hast. Aber wie gesagt, ich würde dir empfehlen, dich dringend auch da beraten zu lassen und dir helfen zu lassen. Gut. Liebe Katrin. Dankeschön.
Und ich höre dich weiter jetzt, okay? Ja, und ich wünsche dir viel Glück und hab den Mut, die Wahrheit zu sagen und hab keine Angst. Ich glaube, wenn man die Wahrheit sagt, passiert meistens nicht das, was man denkt. Jedenfalls nicht das Schlimmste. Okay? Mhm. Toi, toi, toi. Bis bald. Tschüss. Ja. Ja, das ist also wirklich wahnsinnig offen von Katrin, dass sie das hier erzählt hat. Und sie hat auch recht. Also wenn ich euch dazu auffordere, uns eure Geheimnisse zu erzählen, dann rechnen wir oder ich auch damit, dass ihr das tut. Aber wie gesagt, in solchen Fällen ist es vielleicht wirklich besser, sich beraten zu lassen von jemandem, der Ahnung hat, der professionell ist. Und ich glaube, es gibt da Lösungen. Und ja, manchmal ist es wirklich so, ich habe das jetzt schon häufig gehört, dass diese elterliche Prägung, gerade wenn die Eltern sehr streng religiös sind, das ganze Leben hindurch belastend wirken. Eigentlich schrecklich, oder? Eigentlich schrecklich. In der blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr sitze ich zusammen hier mit meinen Redakteuren. Wir empfangen eure Anrufe, wir empfangen eure Botschaften unbefleckt unter 0331 70 99 dreimal die 1 und zwischendurch reden wir ein bisschen, aber ich glaube jetzt brauchen wir erst ein bisschen Musik, oder? Wir hören Radiohead, All I Need. Geile Nummer, oder? Radiohead, All I Need. Wirklich geil. Hier, blaue Stunde, 16 bis 18 Uhr, montags auf RS02, keine Ahnung, RS2, RTL 104.8. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja jetzt schon ein paar Anrufe gehabt, zuletzt von Katrin, die, finde ich, ein wirklich schweres, großes Problem zu bewältigen hat. Und trotzdem ruft weiter an, was heißt trotzdem, gerade deswegen ruft weiter an unter 0331 70 99 111, wenn ihr etwas habt, was ihr beichten wollt. Heute hier Beichtstuhl bei der Blauen Stunde. Ich glaube auch, wir haben jemanden wieder in der Leitung, den nehmen wir direkt rein, damit wir ein bisschen länger Zeit haben. Guten Tag, hallo. Hallo, hier ist der Marco. Hallo Marco, hi. Hallo, Serdar. Du klingst freudig. Ja, ich komme gerade von meiner Freundin und ich bin im klitschnass geregnet, aber geil. Du warst bei deiner Freundin, bist dann zu Fuß nach Hause gegangen? Nein, ich bin mit dem Zug gefahren. Okay. Und dann musste ich mit dem Fahrrad zu mir fahren. Ja. Und, das ist schon 1,5 Kilometer fahren und das regnet hier. Bist du denn gerade, wenn ich fragen darf? Rendsburg. Oh, Rendsburg, oben, wo die Kaserne ist, die große. Ja, genau. Ja, mit der großen Brücke, da fährt der Zug am Nord-Ostsee-Kanal lang und dann siehst du Rendsburg, richtig? Richtig, da sind jetzt auch unsere Immigranten auch drin. Wir haben ihn da jetzt einstationiert. Ah, einstationiert, einquartiert, inhaftiert. Rendsburg ist hart, oder? Ganz oben, boah, ey, da bist du echt am Arsch der Welt. Ja, ist auch ziemlich kriminell, finde ich. Also ich mag die Stadt so nicht, aber ich lebe ja trotzdem. Ich bin hier aufgewachsen und ich kenne das ja nicht anders. Und wenn es dann regnet am Sonntag, und warum fährst du um 4:45 von deiner Freundin wieder zurück? Normalerweise fährst du zu deiner Freundin um 4:45. Na, sie wohnt ja in Nordfriesland und ich muss ja morgen arbeiten. Ups, wo wohnt sie? In Heide? Nee, in Husum. Alter, das ist ja ein Leben. Also, das war aber noch nicht das Geheimnis, oder? Meine Freundin wohnt in Husum und ich in Rendsburg. Ja, ich bin da ja schon seit ziemlich lange vergeben und... Wie alt bist du? Ich bin jetzt 31. Cool, aha. Gutes und, Alter, finde ich. Ja, ich finde es toll. Also, ja. Mich schockiert die 30 auch nicht. Nee. Ach, warte mal, bis die 40 kommt. Und ja. Dann die 50. Dann geht's erst richtig los. Dann geht's los. Dann kommt die Wampe, dann fallen die Haare aus und dann hast du auch keine Freunde mehr. Ja, du wirst dich wundern, ich habe schon eine Wampe und graue Haare kriege ich auch schon. Also. Ja, dann umso besser. Dann nennt man es nachher Patina. Also, mein Geheimnis. Du musst dein Radio ein bisschen leiser machen, glaube ich. Hast du laut gemacht, ne? Ich habe kein Radio an. Ach so, dann habe ich ein Radio im Kopf. Egal. Also, jetzt komm mit deinem Geheimnis. Also, mein Geheimnis. Ich hatte damals mein erstes Date. Und ich war eingeladen. Sie hat mich auch abgeholt. Und dann gab das leckere Pizza, selbst gemacht. Und auf diese Pizza gab das dann Soße Hollandaise. Aber nicht so ein bisschen, aber so ein bisschen dicker, ne? Boah, okay. Ja, war halt so. Und ich habe die auch zur Hälfte aufgegessen und sie auch. Aha. Und dann haben wir Film geguckt und während des Films merkte ich müsste eigentlich mal auf Klo. Aha. Und ich traute mich nicht auf Klo zu gehen, weil das Klo so dicht dran war, auch bei den Eltern unten, das hätte man gehört. Also man hörte wirklich alles auf Klo. Und ich konnte das nicht, weißt du das? Und, ich kenne das. Und ich fange dann an zu schützen an und mir ging es richtig dreckig. Und dann fragte sie mich, du Mensch, geht's dir überhaupt gut? Ja, ist alles okay, sagte ich. Was stimmt überhaupt gar nicht? Und oh Gott. Das wurde auch immer schlimmer. Also mein Magen, der grummelte auch richtig. Das sagte, ich will hier raus, jetzt raus. Und dann hat sie mich dann zum Bahnhof gefahren. Und du hast in die Hose gemacht? Nee, pass auf, geht weiter.
Dann war ich am Bahnhof angekommen und sie nimmt mich in den Arm und drückt noch auf meinen Bauch. Oh. Ja, und ich sag dann zu ihr, ja, nicht so doll drücken, ne, weil das ist ein bisschen scheiße. Aber ich wollte ihr das nicht so sagen. Ein bisschen scheiße. Ja, und dann kam endlich der Zug und ich bin da reingesprungen in den Zug und wollte auf Klo. Mhm. Und dann stand auf dem Klo ein Schild wegen... Überfüllung defekt. Geschlossen. Nee, defekt, da stand einfach defekt. Und ja. Die Klos, die waren alle zu. Und ich sagte so, scheiße, jetzt in den Zug. Oh Gott. So, und der Zug war voll. Und ich habe gesagt, nein, das bis zum Bahnhof schaffst du es noch. Das waren 25 Minuten Zugfahrt. Das war die Hölle. Ja. Und dann bin ich am Bahnhof angekommen, wollte ich dann da aufs Klo und die waren auch zu. Ach komm, ey, das ist doch, es ist wahr, was du erzählst, ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich so gewesen, es war wirklich so. Ich habe es vorhin schon erzählt und ja, und dann bin ich dann weitergelaufen. Und jetzt, ich kenne das, im letzten Moment, wenn man weiß, gleich kommt die Toilette, macht man sich in die Hose, oder? Pass auf, ich habe es bis zum Gebüsch geschafft. Oh. Hier eine, so eine Moschee und da ist ein Gebüsch drinne und da bin ich reingesprungen. Und da habe ich dann freien Lauf gelassen. Aha. Und jetzt kommt der Hammer. Es ja. läuft ein Fußgänger mit einem Hund längs. Oh, aha. Und der Hund hat mich dann ja gesehen. Aha. Und wahrscheinlich auch noch gerochen. Oh, ja. Und dann hat der Hund einen Alarm geschlagen und dann kam so der Besitzer in den Gebüsch und sah mich da sitzen. Ja. Ja, ich da guckte mich an und fragte, ob denn alles okay ist. Ja. Und dann hat er mir dann 5 Euro dahingelegt und ist dann weggegangen. Also ich fasse zusammen. Du hast eine Pizza gegessen mit Sauce Hollandaise, ja. hast danach einen Anfall von Dünnschiss bekommen, bist dann noch geschlagene, wie viele Minuten, 25 mit dem Zug gefahren ja. und hast dann noch gesucht. Also du hast das ganze Ding fast eine Dreiviertelstunde zurückgehalten. Richtig. Ey, also super Geheimnis. Ich kann dir sagen, ich habe das Gleiche auch erlebt, aber noch viel schlimmer. Ja. Ich war mit einer hotten Frau im Bett, hab die Mega-Nummer abgezogen und dann habe ich auch gemerkt, oh weia, da nähert sich ein Ungewitter. Und das Schlimme war, dass das Klo direkt neben dem Schlafzimmer war. Und, ja. Und ich wusste, wenn ich jetzt loslasse, dann macht's einfach nur und alle Erotik der letzten 50 Minuten ist auf einen Schlag zerstört. Und es war so. Und das Schlimme war, es stank auch so. Die Frau habe ich nie mehr wiedergesehen, aber es war der Schiss meines Lebens. Komm, wir hören jetzt auf mit den Fäkalthemen, sonst werden die Leute noch sauer. Ist hier zwar nur für Erwachsene, aber gut, dass du es gesagt hast. Und ein gutes Geheimnis, finde ich. Ein gutes Geheimnis. Ja, mein Lieber, genieß den Regen und genieß Rendsburg. Guck, dass du dir im nächsten, in der nächsten Situation, wenn das passieren könnte, eine Windel mitnimmst. Und oder du bist so ehrlich zu deiner Freundin und sagst, komm, ich gehe mal aufs Klo, könnte schlimm sein, aber ich muss jetzt. Okay? Ich bin laktoseintolerant, das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Ja gut, jetzt weißt du es, kannst es dem Nächsten sagen. Okay, dir auch ein schönes Wochenende. Ciao, mein Lieber, dir bis bald, alles Gute, ciao. Danke, ciao. Ja, alles kommt vor hier. Ne? Wir wissen es vorher nicht. Wir wissen vorher nicht, was man uns erzählt. Und deswegen ist es okay. Ruft an unter 0331 70 99 111 zum Thema Hilfe. Ich habe ein Geheimnis. In der blauen Stunde sprechen wir über alles. Ich bin Serdar Somuncu und hier kommt The Police mit Wrapped Around Your Finger. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Na, 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 na. Ja, gut. Dreiklang? Keine Ahnung. Na, 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 na. Dur, Quintlage, habe ich gelernt, Kontrapunkt, musste ich immer von morgens bis abends sowas analysieren. Blaue Stunde mit mir heute, mit euch, Anrufer, Thema, Hilfe, ich habe ein Geheimnis, 2 haben wir schon erfahren, 3 und ein paar werden wir noch erfahren. Aber vorher mal ein kleiner Ausblick auf die Woche. Und was passiert diese Woche? Bei mir jedenfalls einiges. Ich bin am Montagmorgen in meinem Studio und drehe bzw. zeichne auf
eine weitere Episode, Folge meiner Sendung Somunju, der Talkshow, der etwas anderen Art, mit Gästen zum Thema, wer ist schuld an Erdogan? Gute Frage. Wir haben einen CSU-Politiker da, wir haben Tayfun Bademsoy, türkischen Schauspieler, wir haben Ünsal Arık, ich weiß nicht, ob er Ü oder I geschrieben wird, den Boxer, und Hasnain Kasım, das ist der Spiegel-Korrespondent aus Istanbul, den man aus Istanbul rausgeworfen hat, soweit ich weiß, der nicht mehr einreisen darf. Und ein spannendes Thema. Morgen wird's aufgezeichnet, Dienstag wird's gesendet um 23.10 Uhr auf NTV. Das ist der geilste Fernsehsender der Welt, finde ich. Jetzt haben wir, glaube ich, gleich wieder einen Anrufer. Wollen wir den schon reinnehmen? Ja, echt? Oh, nee. Ja, sag mal, Mann oder Frau? Ja, komm, lass drauf ankommen. Gut. Hello, wer ist da bitte? Hey, Serda. Hi, wer bist du denn? Du willst doch mal... Reik ist mein Name. Magst du denn mein Geheimnis wissen? Mike, ich möchte dein Geheimnis wissen. Nicht Mike, Reik. Reik? R, ja. Dann habe ich dein Geheimnis jetzt schon erfahren, oder? Nein. Dein Geheimnis ist was anderes. Sag's. Hier, warte mal. Na, Digga, ich bin das Geheimnis. Du hast mich geblockt. Wie geil ist das? Du hast mich geblockt, Digga. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Ich habe dich gar nicht geblockt. Hey, Moment mal, Tosch, du hast mir erstmal eine Postkarte geschrieben, danke dafür. Wollte ich dich gerade fragen, ob du die gekriegt hast. Habe ich bekommen, wir gar nicht geblockt, wir haben hier nur, wir versuchen allen Zuhörern gleich die Möglichkeit zu geben, und du warst ja schon zweimal in der Sendung, und es kommt ja nichts Neues mehr bei dir rum, außer, Digga, ich habe mir einen geraufen, sag mal so. Wobei, du bist schon mein Co-Moderator fast, oder? Es gibt gewisse Leute mittlerweile, also ich kriege Feedbacks, ne, die hören deine Sendung nur wegen mir. Ne? Ach, hau ab. Hau ab. Pass auf, ich habe noch eine andere Postkarte hier für dich. Es ist ja so, ne, also, naja. Wie geil ist das, Tosch? Pass auf, ich muss dir mal ein Kompliment machen, ja. Die Nummer war jetzt richtig gut. Also erst diesen komischen Fuzzi da anrufen zu lassen und dann wie so ein Pate im Hintergrund sich dann den Hörer geben zu lassen und dann wieder. Ist cool. Ich muss dir ein Kompliment machen, du bist nicht doof. Fuzzi. Du bist nicht doof. Reiches. Ne, wir sind nicht alleine. Nee, ich weiß, ihr seid Colonia Dignidad in Jüterbog, oder? Colonia Dignidad in Jüterbog. Nicht ganz so schlimm, irgendwie von der anderen Seite eher. Ja, aber ja klar, deswegen hältst du die auch kleine Jünglinge. Nee, die holen wir von der Straße, weißt du? Was machst du mit denen? Die lernen hier was. Die lernen hier. Jetzt, pass auf, wenn du jetzt schon mal dran bist, ne? Jetzt wollen wir deine sozial-emotionale Kompetenz. Cool, jetzt wollen wir mal deine Geheimnisse mal hier besprechen. Was machst du da in Jüterbog eigentlich? Also, du bist ein Typ, der arbeitet mit Jugendlichen oder was? Ich bin Frührentner. Und stock auf, ne? Und Hartz IV zu nehmen ist eine Form des politischen Widerstandes, weil jeden Cent, den sie hier reinstecken, stecken sie in blühende Landschaften. Und nicht in ihre scheiß Armee, um ihre scheiß parlamentarische Demokratie irgendwo hin zu exportieren. Bist du Punk? Das ist ja APPD-Text, den du da sprichst. Ich bin nur ein alter Hebi aus Hamburg. Da. Und was machst du jetzt genau da? Also du bist arbeitslos, und warum lungert Reik bei dir rum? Der lungert hier nicht rum. Digga, das ist hier ein Platz der Selbstverantwortung. Ne? Weißt du, es geht um Freiheit. Und es, ne? Was ist Freiheit? Freiheit ist Selbstverantwortung. Ich verstehe. Ihr habt euch ganz billig so einen Ostbauernhof. Ihr habt euch so einen Ostbauernhof unter die Krallen gerissen. Und dann machst du jetzt so eine Art Hippie-Kommune, Tür auf, Tür zu. Überall steht so verschimmeltes Geschirr. Du bist der alte Sack, der die Autorität gibt. Und dann so junge Weiber, mit denen du rumpussierst. Du bist eine ganz kleine, miese Ratte. Du bist ein Nazi. Du Nazi. Das sind ja Nazi-Methoden. Kannst du mal ruhig bleiben? Das, was du da gerade beschreibst, das ist das Czech. Kennst du das Czech? Nee. Kennst du das Czech? Czegg. Nee. Das Zentrum für energetische Gesellschaftsgestaltung. Ach du Scheiße. Das ist genau das, was da passiert. Hier passiert genau das Gegenteil. Also ihr seid das Dezentrum für unenergetische... Ja, was? Ach Mann, Digga, hör doch mal auf mit dieser Anmache. Willst du vernünftig sammeln oder was? Ja, warum rufst du hier an, wenn du dich nicht anmachen lassen willst, Digga? Bist du dafür da, die Leute anzumachen? Ja, bist du dafür da, hier ständig anzurufen?
Ja, weil ich glaube, wir leben nach Konsens. Hier gibt es keine Hierarchie. Ja, aber hier ist nicht deine Sendung, hier ist mein Bauernhof. Hier gibt es nur eine unheimliche Vielfalt von Individualität. Ja. Und hier gibt es keine Hierarchie, hier gibt es Autorität durch Kompetenz. Ich glaube, damit hast du dir das nächste Mal kaputt gemacht. Ich bin hier nicht der Chef, niemand ist hier der Chef. Ja, aber du bist so, du schwimmst da. Wir leben nach Konsens. Digga, wenn du mir schon mal dazwischen sagst, dann hörst du jetzt mal zu. Boah, jetzt wie autoritär Konsens, du bist, obwohl du im Zentrum Konsens, für freies Lebensgestalten lebst. Wir sind nicht das Zeck, Mann. Das Zeck ist da. Ist mir doch scheißegal, was ihr seid. Ja. Sei doch so tolerant, wie du willst, dass ich es bin. Und wir haben Konsens, dass du mit deinem Humor und deiner Intelligenz und deinem Wissen, dass du passt. Weißt du, hier, es gibt 7,3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Alle sind hier willkommen. Pass auf, jeder ist hier willkommen. Pass auf, jetzt habe ich dich zu Ende reden lassen. Hey, 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 wir sind auf Sendung. Warte. Ich hab dich zu... Hier rein. Hey, Digga. Aber natürlich, Digga. So, jeder ist willkommen. Aber wer scheiße braucht... Digga, warte noch einen Moment. Warte einen Moment. Du redest zu viel. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen gleich weitermachen. Pass auf, okay, ich gebe dir nur einen Tipp. Und du hast meine Nummer. Ich habe deine Nummer. Ich rufe dich privat an. Digga, melde dich einfach mal. Mach ich, Digga. Digga, und lass dir noch einen Schlusssatz sagen. Du bist auch intelligent, aber du verschwendest dich. Tschüss, mein Freund. Jürgen? Du hast doch nicht mehr alle, oder? Du bist doch ein Saftsack. Sag mal, hast du so eine... Das kann doch nicht wahr sein, dass der hier schon wieder durchkommt. Wenn ich diese Stimme höre, kriege ich schon Pickel. Digga, 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 Digga. Immer dieses Digga, Digga, Digga. Wir sind hier in Jüterbogen. Du bist, hey, du bist intelligent. Und dann so erst dieses, das Lockende, das Affirmative und dann die Provokation hinterher. Cooler Typ, Tosch. Aber auf Hartz IV... leben, so auf Pump und dann irgendwie so krass drauf sein. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also muss ich drüber nachdenken. Ich lass mal jetzt ein bisschen Musik laufen. Denk da bitte mit drüber nach. Ich brauche aber eine Musik, die mich wieder ein bisschen runterbringt. Und ich glaube, hier kommt sie. AC/DC, Shot of Love. Angus Young, AC/DC. Wir haben ja ein bisschen Hektik gerade, weil meine netten Kollegen und Redakteure vorbereiten, dass ich um 17.30 Uhr Fußball gucken kann. Gladbach gegen Bayern, das ist ein Heiligtum, das ist, da darf man nicht dran rütteln. Und schon letztes Mal habe ich hier ja parallel geguckt und Gladbach hat gegen Ingolstadt gewonnen. Heute habe ich auch wieder ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl hatte ich auch am Donnerstag, als ich im Stadion war gegen Schalke. Und da war es ja dann wirklich so, dass wir zur Halbzeit 2-0 geführt haben und dann ganz übel noch einen auf die Kappe bekommen haben. Erste Tor aufgrund eines Platzfehlers, das muss man sich mal vorstellen. Ein Platzfehler, der Ball rollt über so einen Hubbel von 5 Zentimetern Höhe und fliegt dann in Zeitlupe über Jan Sommer, unseren Torwart, in die rechte Torecke. Und Schalke plötzlich 2-1, noch hautnah dran, kriegt die dritte Luft und spielt wie vom Teufel besessen. 2-2 dann Elfmeter, aus meiner Sicht halbwegs berechtigt. Mo Dahoud hat sich tatsächlich mit der linken Schulter ein bisschen zum Ball gedreht. Kann man drüber streiten, aber die Schalke hatten noch mehr Chancen. Deswegen war das 2-2 am Ende. Na, leider muss man sagen, obwohl es sehr, sehr unglücklich war, vielleicht sogar ein bisschen verdient. Sehr ärgerlich. Ich hatte den Mega-Frust. Weiß nicht, seid ihr auch Fan von irgendwas? Guckt ihr irgendwelche Sportarten? Könnt ihr euch begeistern für Fußball, Handball, Basketball, Baseball? Ich finde es gut. Also ich finde, ein Hobby zu haben oder sich für etwas zu interessieren, was einen so ein bisschen ablenkt, gar nicht so schlecht. Und ja, das ist Ansichtssache. Der eine mag Fußball, der andere mag irgendwas anderes. Ich eben bin Gladbach-Fan, sehe gerade Christoph Kramer im Interview im Stadion und wäre total sehnsüchtig, dass ich jetzt nicht da sein kann, dass ich hier in Potsdam sitze. Obwohl, ein bisschen schön ist es auch. Ein bisschen schön ist es auch. Und nett ist es, dass ich dabei das Fußballspiel gucken darf. Jetzt in der nächsten Woche gibt es dann wieder ein paar andere Sachen. Die Saarlandwahl steht an. Nächstes Wochenende, dann kommen noch NRW-Wahl und spätestens dann irgendwann die Bundestagswahl. Jetzt war ja die Merkel auch bei Donald Trump in den USA und das Ganze war ja so ein bisschen unterkühlt, hatte ich das Gefühl. Trump hat ihr einmal die Hand nicht gegeben, hat heute behauptet, er hätte es nicht gehört, dass die Journalisten ihn dazu aufgefordert hätten, wobei das im Prozedere ja durchaus üblich ist, dass man sich auch nachher nochmal die Hand gibt. Das Ganze wirkte, wie gesagt, ein bisschen unterkühlt und die Frage ist, wohin
wohin geht die Reise? Mittlerweile hat sich ja so ein bisschen beruhigt. Auch das Einreiseverbot, das neuerliche, ist nochmal abgewiesen worden, weil ein Richter auf Hawaii gesagt hat, dass es so nicht ginge. Mittlerweile hat auch Trump sich ein bisschen beruhigt, habe ich das Gefühl. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie in Amerika, wie in den USA gerade es wirklich abgeht in den Medien, dann ist das ja fast eine Goldgräberstimmung für alle, die Kabarett machen, für alle, die Late-Night-Shows machen, für alle, die sich damit beschäftigen. Stephen Colbert zum Beispiel gucke ich sehr, sehr gerne. Kann man ja heute auf YouTube alles gucken. Das ist der Vorteil an der Vernetzung. Macht sich unglaublich lustig über alles Mögliche. Und sein neuer Running-Joke ist, dass seine Beraterin von Trump vor kurzem in einem Interview behauptet hat, Trump wäre abgehört worden, unter anderem auch durch die Mikrowelle. Und Colbert spricht jetzt halt immer in so eine Mikrowelle hinein. Er öffnet so die Tür der Mikrowelle und spricht in die imaginären Abhörmikrofone. Alles sehr humorvoll, alles wirklich sehr witzig, was da gerade abgeht, obwohl es einen ernsten Hintergrund hat. Überhaupt viele ernste Dinge, die gerade passieren auf der ganzen Welt und deswegen eigentlich umso besser, dass wir mit Humor drauf reagieren, dass wir uns nicht immer so irritieren lassen von den Sachen. Manchmal ist es gut, locker zu bleiben, manchmal ist es auch wichtig, dass man seinen Stand behält und nicht ins Wanken gerät bei jeder kleinen Böe, die übers Land weht. Heute wollte ich mit euch über eure Geheimnisse sprechen. Was habt ihr für Geheimnisse? Kleine, große, irgendwas Körperliches, irgendwas, was ihr verschweigt, irgendwas, was niemand außer euch weiß, unter 0331 70 99 111 könnt ihr diese loswerden. Ich habe auch ein paar Geheimnisse übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das hier jemals gesagt habe, aber ich überlege, ob ich es nicht jetzt machen sollte einfach. Aber ich ein bisschen komisch wäre es schon. Ich traue mich nicht ganz. Okay, ich sag's. Ich benutze Bügelwasser. Ich weiß, das ist mega krank. Und jeder, der das hört, sagt, das kann nicht wahr sein, du benutzt Bügelwasser. Doch, ich benutze Bügelwasser. Ich bügle auch Socken, Unterhosen, Unterhemden, Hemden, Hosen. Und ich bin fanatischer Bügelwasserbenutzer, weil ich A, es gut finde, wenn das so schön riecht, was man bügelt. Und B, das Wasser ja destilliert sein muss bei bestimmten Bügeleisen und das Bügelwasser schon im Vorhinein destilliert ist. Geruchloses, destilliertes Bügelwasser finde ich gay, also so ein bisschen. Ja, das glaubt man nicht, oder? Ich, Bügelwasser passt irgendwie nicht. Ich sehe aber, wir haben einen Anrufer in der Leitung. Ist es richtig? Jürgen? Ja, so, schick mal rüber. Egal. Wir nehmen ihn rüber, gucken, wer es ist. Jetzt haben wir jemanden in der Leitung. Hallihallo, wer ist denn da bitte? Hoffentlich nicht Torsch. Hallo, grüß dich. Ach, Gott sei Dank. Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen. Wie heißt du? Jägerne. Jägerne? Genau. Wie schreibt man das? Y-E-G-A-N-E-H. Ist das ein ghanaischer Name? Ach komm. Nee, persischer. Persischer Name. Persisch. Fargush Margush kenne ich nur. Fargush Margush. Du bist Perserin. Naja, ich bin Perserin, ja. Ich habe gerade einen super Film gesehen übrigens, apropos The Salesman. Oh. Nicht gut? Ich konnte mit ihr stundenlang darüber reden. Aber ist doch ein toller Film, oder nicht? Toll, finde ich. Ja, also ich bin ja sowieso, ich muss dir das gestehen, jetzt mein Geheimnis. Ich finde, die persischen Menschen sind die hübschesten Menschen auf der ganzen Welt. Männer und Frauen. Das ist wirklich wahr. Ihr habt wunderschöne Augen. Die Männer haben ganz tolle Hände, ganz weiche, einladende Ausstrahlung. Und auch die Frauen, wenn man sie überhaupt sieht. Also in Persien nicht so gut. Aber sehr hübsche Menschen. Und deswegen habe ich so eine Affinität zu Persien. Vielleicht auch, weil ihr unsere Nachbarn seid. Ich glaube, wir haben das auch. Wir sind auch ein bisschen angebildet, muss ich sagen. Ihr seid ein bisschen arrogant schon, oder? Ja. Ja, weil ihr natürlich im Nahen Osten eine Hochkultur seid. Die Perser leben da schon seit Urzeiten und wir Türken, wir sind die Ochsen, die aus Zentralasien da reingekommen sind und alles zerstört haben, ist doch klar. Okay, es ist erstens, muss ich sagen, es ist sehr, sehr aufregend, dass ich mit dir jetzt rede, weil ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von dir. Aha. Ich war auch live bei deiner Sendung in Frankfurt dabei, aha, in Kingdom Near Me. Ja. Und mein Geheimnis, Serda, ist, ja, dass ich diese Optionität von dir nicht
begreifen kann. Ich meine diese, weißt du, diese Finalgeschichten und solche Sachen. Ich kann das, ich mag dich sehr, sehr gerne. Ja. Ich respektiere dich. Aber das auch ist ja nicht dein Geheimnis. Das ist ja eine Frage, die du an mich stellst. Das ist ja ein verstecktes Manöver, was du machst. Du bist klug, Jägerle. Nein. Aber mein Geheimnis ist, dass ich nicht dahinter komme. Und das ist mir ein bisschen peinlich. Das ist eine Frage, die du dir stellst, aber es muss dir doch nicht peinlich sein. Okay. Also ja. Du willst wissen, du fragst dich selbst, warum ich obszön bin manchmal. Warum ich nicht hinter deine Obszönität komme. Warum ich nicht verstehe, warum du diese Obszönität in deine Sendung, in deine Shows oder Programme reinbringst. Hast du dich denn mal gefragt, warum du dich das fragst? Bitte? Hast du dich mal gefragt, warum du dich das fragst? Du auf einmal so leise geworden bist. Hörst du mich noch? Ganz schlecht. Oh, das ist schlecht. Vielleicht musst du gleich nochmal anrufen. Also ich kann nichts dafür, dass die Leitung gerade schlecht ist. Aber wenn du mich ein bisschen noch hören kannst, hörst du mich noch ein bisschen? Ich höre dich ein bisschen. Ich habe dich auf Facebook sogar diese Frage gestellt. Leider kam keine Antwort. Ja. Ich kam einmal sogar zu Hugendubel, aber dein Programm ist abgesagt worden, weil du krank warst. Ich erinnere mich dran. Wie lange ich hinter dir bin? Ja, also ich sag dir, also das eine wäre dir jetzt eine Antwort darauf zu geben, das wäre aber nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort wäre die ich dir geben müsste auf die Frage, warum du dich dafür schämst, dass du nicht verstehst, warum ich obszön bin. Und das kann ich dir nicht beantworten. Das musst du dir selber beantworten. Nein, ich schäme mich nicht. Ich sage, weißt du, ich kann auch ein bisschen Kunst verstehen, aber nein, ich schäme mich nicht. Eigentlich, es ist eher die Frage an dich. Okay, jetzt bist du endlich da. Jetzt sind wir endlich da, wo wir sein müssen. Du wolltest mir eigentlich die Frage stellen. Die Antwort ist vielleicht ganz einfach. Jeder, der in irgendeiner Form Kunst macht, entscheidet selbst, welche Möglichkeiten und Mittel er einsetzt, um seine Kunst am besten zu transportieren. Und meine Entscheidung ist, dass ich das in der Vielfalt, in der ich mich selbst am besten repräsentiert fühle, mache, ohne damit Ansprüche anderer zu befriedigen oder Rücksicht darauf zu nehmen, welche Ansprüche andere haben. Dem einen gefällt das, dem anderen nicht. Der eine möchte, dass ich politisch bin, der andere möchte, dass ich nur oberflächlich bleibe. Manche halten mich für einen Comedian, andere halten mich für einen Journalisten, manche sagen, ich randaliere zu viel, andere sagen, ich bin zu weich. Wenn ich es versuchen würde, jedem recht zu machen, dann würde ich scheitern daran, weil ich weiß ja nicht, wer jeder ist, ich weiß nicht, wie viele Ansprüche es gibt. Und wenn ich gefällig sein wollte, wäre ich ein schlechter Künstler. Deswegen nimm dir das, was dir gefällt, und das, was dir nicht gefällt, überhörst du einfach. Okay? Gut, sehr klug. Jägerle, du bist eine sehr nette Frau. Danke, dass du angerufen hast. Bleib mir treu und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal persönlich. Dann haben wir ein bisschen länger Zeit, darüber zu reden. Ich würde sehr gerne dich treffen, aber wie gesagt, bei deiner Live-Sendung ging nicht. Und ich habe in Hugendubel, bist du krank geworden? Leider, ausgerechnet, wo ich besuchen wollte. Dann küsse ich ganz vorsichtig deine Hand und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch. Tschüss, meine Liebe, bis bald. Tschüss, Dankeschön. Ja, das war gut angelegt, aber doch durchschaubar. Und ich hoffe, ich konnte darauf auch eine einigermaßen passable Antwort geben. Parallel, während ich hier euch erzähle, läuft gleich Fußball, noch 2 Minuten. Die Spieler sind schon auf dem Platz, Gladbach gegen Bayern. Ich werde es versuchen, parallel mit euch zu kommentieren. Vorher hören wir noch ein bisschen Musik. Wir sind hier nämlich in der blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Hier kommt jemand, den ich sehr mag. Heroinsüchtig lange Jahre gewesen. Chet Baker, Trompeter und Sänger. I Fall in Love Too Easily. I fall in love too easily. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Jo, blaue Stunde hier, Sonntag, 16 bis 18 Uhr, Bayern gegen Gladbach, Gladbach gegen Bayern, 0-0, 3 Minuten gespielt, noch nichts passiert.
Heute könnt ihr anrufen, übrigens immer noch unter 0331 70 99 111 und wir sprechen über eure Geheimnisse, haben wir ja schon mit ein paar Leuten gemacht. Wart ihr gestern in Berlin oder wo wart ihr gestern? Ich war gestern hier und es war ja ein Megasturm draußen, sehr ungemütliches Wetter und so ein bisschen frusti eigentlich, ne? Nachdem die letzte Woche es so schön war, jetzt nochmal so ein Rückfall in Herbst, in winterliches Gefühl, aber hoffen wir mal, dass es schnell vorbeigeht. Ich glaube, die nächsten Wochen, jetzt kommt ein Angriff. Oh, große Chance für die Gladbacher, die sind gerade vom Münchner Tor. Hermann auf der rechten Seite nimmt den Ball im Strafraum der Bayern und abgefälscht, Eckball für Gladbach. Geile Fußballmoderation. Wir haben einen Anrufer in der Leitung. Wen haben wir da bitte? Hallo, guten Tag. Hallo? Hallo, guten Tag. Bin ich das? Du bist das, ja. Wer bist du denn? Ich bin Johanna. Johanna, hallo Johanna. Ich bin übrigens auch Gladbach-Fan. Johanna, das ist mega cool. Können wir uns heute Abend treffen? Ich weiß gar nicht. Ja, ist ein bisschen weit vielleicht. Obwohl, Potsdam. Ach, Potsdam, wo bist du? Hey! Entschuldigung, fast wäre der Ball im Tor gewesen. Riesenchance. Guckst du das Spiel gerade? Nee, ich müsste es gleich mal anmachen. Wo wohnst du? Warum bist du Gladbach-Fan? Was hast du für ein Geheimnis? Also ich wollte mal sagen, ich habe die ganze Zeit echt überlegt, was ich erzählen kann. Und ich finde, das wollte ich dir einfach nur mal kurz sagen, ich finde, man kann Geheimnisse nicht erzählen. Also bei mir ist es so, ich bin echt, glaube ich, ziemlich ehrlich. Hm. Und die Geheimnisse, die ich habe, die würde ich, glaube ich, nicht erzählen. Aber doch mir, oder? Das wäre cool. Wie alt bist du denn? Ich bin 44. Wow, du hast eine total junge Stimme. Ja? Ja, du hast eine ganz junge Stimme. 44 ist ja auch jung, oder? Also für mich, 4 Jahre jünger als ich, ist schon knapp. Aber süß fand ich ja, dass die Frau vorhin dachte, du wärst voll jung. Die hat das geglaubt, dass ich 21 bin, ne? Na, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich hatte den Eindruck, ja. Und das fand ich irgendwie total lustig, weil ich finde, deine Stimme hört sich überhaupt nicht an wie 21. Nee, wie findest du denn, wie die sich anhört? Ja, so Pfirsich. Pfirsich? Magst du? Das ist ein Kompliment, oder? Ja klar, ne? Ich meine, ich mag gerade total gerne mit dir. Sagt, ich mag gerade gerne mit dir flirten. Wo bist du denn so gerade? Bist du eben auch. Das ist ja auch. Ich bin ja auch in alle Clowns verliebt, leider. Ne? Ich bin kein Clown. Ich bin kein Clown. Naja, ich finde Clowns. Also ich weiß nicht. Das war das Geheimnis. Hey, Ulan und Schneider. Das sind Freunde von mir. Oder? Sebastian Rüger, ja, und kennst du die beiden? Ja, Sebastian bin ich auch befreundet. Sebastian ist super und Frank ist ein Gigant. Sebastian, das sind auch super süß. Typen. Ja, Frank ist auch süß. Ja, sind und ganz toll. Wo wohnst du? Leider oder wo? Kein Mainstream, aber... Das ist ja scheißegal, oder? Ja, aber es wäre natürlich geil, wenn es Mainstream wäre. Dann könnten sie ordentlich Kohle machen. Ja, aber dann müsstest du sie mit 1000 anderen Leuten teilen, oder? Ja, das würde ich schon machen. Aber jetzt sag doch mal, wo du wohnst, damit ich weiß, warum du Gladbach-Fan bist. Ach, in Berlin, Weißensee? Ja, ich wohne in Berlin-Weißensee. Und dann bist du Gladbach-Fan? Warum ist das? Ja, das liegt an meinem Mann. Aha. Aber der ist... So ist das. Der Spiegel hat immer zwei Seiten. Ja, jetzt habe ich aber mehrere Geheimnisse schon von dir erfahren. Ja, nee, das war ja kein Geheimnis. Dass du heimlich in mich verliebt bist, obwohl du verheiratet bist, ist schon mal das Geheimnis. Ja, das stimmt. Aber ich bin auch in Helge Schneider verliebt. Oh nein. Und in Gerhard Pohl. Och nein. Aber das wechselt dann immer so, weißt du? Du bist polyamorös. Ich bin vor allem in intelligente, lustige Männer gerne schnell verliebt. Ach. Das ist tatsächlich vielleicht ein Geheimnis, ja, und das kann man auch erzählen. Das kannst du und das hast du hiermit. Und jetzt geht das Spiel weiter. Bayern 7 Minuten 15 gespielt, drückt gerade. Ja, und pass auf dich auf und denk an mich bitte, ja, in den Momenten, in denen es dir gut geht. Ja, super, ciao. Ciao, bis bald. Moment, ich muss kurz was trinken. Das war nett, oder? Das war sehr nett. Aber kein Geheimnis. Jetzt sind wir hier noch ein paar Minuten zusammen und ich will euch irgendwas Schönes sagen. Ich habe Lust, euch ein bisschen Mut zu machen. Egal, welches Geheimnis ihr habt, steht dazu. Und versucht auch ein bisschen
noch offener zu sein, als ihr es seid. Verschließt euch nicht so schnell und urteilt auch nicht so schnell. Seid nicht so griesgrämig und verbohrt und verbittert, sondern öffnet einfach ein bisschen mehr die Schleusen, auch in euch und um euch herum, und versucht auch mal ein bisschen auf Leute zuzugehen, auf die Dinge gelassener zuzugehen und in die Zukunft zu blicken mit einem positiven Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das sowieso schon macht und wie anstrengend das für euch ist, das zu tun. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn man dranbleibt und es immer wieder übt und sich auch immer wieder herausfordert, optimistisch zu sein. Wir haben noch eine Anruferin oder Anrufer in der Leitung. Guten Tag, wen habe ich da bitte schön? Guten Tag, Serdar, was hält hier? Marcel, guten Tag, Marcel. Guten Tag, Serdar. Marcel, erzähl mir, was du auf deinem Herzen hast. Ja, auf dem Herzen habe ich eigentlich so nicht, aber ein Geheimnis habe ich doch. Ich habe in meiner zweiten Berufsausbildung mein Staatsexamen unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln und Alkohol gemacht. Welche Beruhigungsmittel waren das? Benzodiazepine. Oh, das ist aber ziemlich genau dir gemerkt. Und was für ein Staatsexamen hast du gemacht? Krankenpfleger. Gehörte das zur Prüfung dazu, oder? Nee, zur Prüfung gehört es nicht dazu. Aber während der Ausbildung kommt man natürlich mit der Pharmakologie gut, man kommt dem ja dem Ganzen ja nahe und Ist irgendwie weit verbreitet, ne? MDA habe ich jetzt gehört, auch so als Lerndroge unter Studenten sehr beliebt. Okay, da habe ich noch nicht gehört, aber müsste man sich mal zu schlau machen, ja. Und bist du stolz darauf, dass du das gemacht hast, oder ärgerst du dich ein bisschen? Weil eigentlich hat die Prüfung ja dann die Droge bestanden. Ja, genau. Also nee, am Ende ärgere ich mich schon darüber. Ich habe auch danach, die Prüfung war vorbei, ich habe zum Glück auch mit 1 bestanden, bin dann aber sofort nach Hause ins Bett gefallen und habe sogar die Abschlussfeier verpasst, weil ich war einfach kaputt und am Ende. Aber ich hatte vorher so eine Angst, dass ich es nicht schaffe. Ganz kurios. Bis nachts um 4 mit Kaffee gelernt und dann... Und das ist ernst? Also das ist wirklich ein Geheimnis gewesen oder hast du das jetzt einfach nur so aus den Fingern gesaugt? Nee, außer meiner Frau weiß es niemand. Und warum ist das ein Geheimnis? Also was daran ist für dich peinlich? Oder ein Geheimnis ist ja etwas, was man für sich behält, damit es niemand mitbekommt. Ja, Geheimnis ist ja rein theoretisch für mich zumindest, dass ich ja die Prüfer, beziehungsweise ja auch damit, ist ja ein Staatsexamen und habe ja jemanden angelogen und habe ja unter falschen Bedingungen eine Prüfung gemacht und bestanden und arbeite ja heute in diesem Beruf. Ne? Ja, das haben wahrscheinlich viele außer dir auch schon. Ja, vermutlich schon, aber für mich war es halt immer ein Geheimnis. Und das Lügen an sich, ist das für dich was moralisch Verwerfliches? Ja, ist es, aber ich habe damals keinen anderen Ausweg gesehen und hatte Angst durchzufallen. Es war halt mein zweiter Ausbildungsberuf, ich war 28 zu der Zeit und dachte so, wenn du jetzt hier durchrauschst, man hat ja Ziele, man steckt sich Ziele, man will danach weiter, man plant Familie aufzubauen und und da denkst du, wenn du jetzt durchrauschst und du musst ein halbes Jahr länger machen, man darf schon mit dem Geld, ne? Man hat davor normal verdient, hat sich dazu entschieden, dann nochmal eine Ausbildung zu machen und wieder einen Schritt zurückzugehen finanziell und dann, ja. Aber das ist doch alles gut erklärt, also könntest du dir selbst dir verzeihen? Ja, klar, verziehen habe ich es mir, aber für mich war es immer noch ein Geheimnis, was ich mit mir rumgetragen habe, was so, außer meiner Lebensgefährtin niemand weiß. Und du wolltest dir von mir auch nochmal die Absolution geben lassen? Ganz genau. Die erteile ich dir hiermit. Die erteile ich dir hiermit und sage, wir Menschen sind alle fehlbar und selbst wenn wir zwischendurch mal lügen oder auch Schlechtes tun, heißt das noch lange nicht, dass das eine böse Absicht war oder dass wir das tun, um anderen zu schaden, sondern manchmal tun wir es, um uns selbst zu helfen. Und wenn das so ist, wenn das so war bei dir, dann wasche ich hiermit dein Gewissen rein und sag dir, das nächste Mal machst du es besser, okay? Alles klar. Marcel, danke für deinen Anruf. Schönen Sonntag noch. Grüße an deine Freundin. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Ja, ein paar Geheimnisse haben wir heute erfahren, oder? Also ich finde, das sind schon eine gute Spannbreite von wirklich existenziellen Dingen bis hin zu so kleinen Störfaktoren, die man so mit sich rumträgt. Ich glaube, das hat jeder von uns, oder? Also jeder von uns hat irgendwie in sich etwas, von dem er denkt, na, was behalte ich vielleicht für mich oder irgendwann lasse ich es raus. Ich hatte das auch mal. Das habe ich ganz spät erst meinem Bruder gebeichtet. Wir sind als Kinder in unseren Kindergarten eingebrochen. Und wir haben immer gedacht, wenn das rauskommt, gehen wir ins Gefängnis. Und eines Tages hat mein Bruder, weil er offensichtlich von meinen Eltern dazu angestachelt wurde, mich aufzuklären, gesagt, übrigens, wenn es irgendetwas gibt, worüber du sprechen willst, dann kannst du mir das jetzt sagen. Er meinte natürlich, ich frage ihn, wie geht das eigentlich mit den Männern und den Frauen? Ich habe aber dann gesagt, ja, wir sind in den Kindergarten eingebrochen.
Und dann hat er gesagt, ach so, ja gut, okay. Und ich wusste, das war in mir viel stärker, als ich es mir vorgestellt habe. So, wir haben noch eine, was sehe ich gerade auf meiner Musikliste? Ich suche ja heute wirklich geile Musik aus. Einer der größten der Musikgeschichte, wirklich ein Gigant der Musikgeschichte. Frank Zappa nämlich, hier mit Camarillo Brillo. Frank Zappa mit Camarillo Brillo in der blauen Stunde hier am Sonntag. Gladbach-Bayern immer noch 0-0, 17 Minuten gespielt. Die Bayern stürmen relativ, jetzt hat Ribéry im 16er den Ball, spielt in die Mitte zu Lewandowski, der köpft drüber. Die Bayern machen ziemlichen Druck, meistens über die linke Seite mit Alaba. Die Gladbacher befreien sich durch vereinzelte Konter, eben war eine große Chance, auch wieder durch Patrick Herrmann. Aber alles in allem im Moment noch nichts passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls ihr euch dafür interessiert. Falls nicht, hört einfach weg. Frank Zappa, den hätte ich jetzt gern mal gehört, zu dem, was da in Amerika alles passiert. Das ist so. Manchmal fehlen einem Leute, oder? Also ich vermisse im Moment ganz viele. Ich vermisse Prince, ich vermisse all die Leute, die letztes Jahr gestorben sind. Ich vermisse aber auch zum Beispiel Leute wie Basti von Kiss FM, der ich glaube vor 2 Jahren ist jetzt her gestorben ist. Manchmal kommt das so schubweise wieder, dass man sich daran erinnert, wo und wie viele Menschen es eigentlich gab, die einem was wert waren, egal ob man sie kannte oder nicht, die etwas bedeutet haben, egal wie oft man sie gesehen hat, ob man sie nur einmal gesprochen hat, die einen Eindruck auf einen hinterlassen haben. Und genau so geht's mir auch mit Frank Zappa zum Beispiel. Ich gucke mir oft Interviews von ihm an aus den 70ern. Es gibt Interviews von ihm, wo er wirklich schon sterbenskrank ist in seiner letzten Phase mit dem Yellow Shark Orchestra. Wo er ja dirigiert und komponiert hat, zum Teil auch in Deutschland, in Wuppertal. Und bin traurig, weil diese kreative Kraftzelle, dieses Atomkraftwerk an Kreativität so früh gestorben ist und vieles, was wir von ihm noch hätten bekommen können, uns verwehrt geblieben ist. Gibt es, ist leider so, ist das Leben, ist traurig, kann man nichts machen. Heute hier in der Blauen Stunde haben wir wieder eine Berg- und Talfahrt gehabt. Wir haben spektakulär fulminant angefangen. Wir sind durch die Tagespolitik gerast. Das deutsch-türkische Verhältnis hat uns beschäftigt, genauso wie die Nazi-Vorwürfe. Wir haben Schulz als Kanzlerkandidaten und SPD-Vorsitzenden gekürt. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben miteinander gelacht und wir haben auch ein bisschen nachgedacht. Genau so muss es sein. Das ist mein Verständnis von Radio und Unterhaltung. Dass es keine Regeln gibt, dass man Zeit miteinander verbringt und dass das passiert, was passiert, ohne dass es einem Konzept folgt. Das ist das Schöne und dafür bin ich Radio 1 auch sehr dankbar, dass die mich hier schalten und walten lassen. Mal gucken, wie lang noch. Vielleicht geht's ja nur noch ein paar Wochen. Und dann suchen wir uns einen anderen Sender. Vielleicht gehen wir dann wirklich zu Antenne Brandenburg, eine Etage tiefer. Oder zu RS0578910. Oder machen wieder einen Podcast. Ist ja jetzt auch neue Mode. Ihr könnt übrigens diese Sendung auch als Podcast hören. Bitte macht das. Wir setzen das nachher wieder online und klickt es so oft, wie es geht, damit wir konkurrenzfähig bleiben. In der nächsten Woche gibt's, wie gesagt, einige Sachen. In den nächsten Wochen gibt es wieder einige Sachen. Ich werde auch wieder Gäste haben. In 2 Wochen zum Beispiel werde ich einen besonderen Gast hier haben. Nächste Woche bin ich nochmal alleine und dann sind wir in den Osterferien. So schnell wieder, oder? Also es ist jetzt schon wieder Ostern. Alter, das geht so ruckzuck. Es war eben noch Weihnachten und gefühlt war es eben noch letztes Jahr und jetzt ist es schon fast zur Hälfte um. Jetzt kommt schon bald der Sommer und dann ist auch schon wieder Weihnachten. Ja, das sagt man ja immer. Die älteren Leute sagen ja immer, je älter man wird, desto schneller geht das Leben vorbei. Ist auch so ein Spruch aus der Mottenkiste, aber es fühlt sich wirklich so an. Also ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schneller geht's vorbei. Oder ich werde schneller älter und halt einfach mehr am Leben fest. Geht natürlich auch. Aber schön ist es trotzdem, egal ob es schnell vorbeigeht oder nicht. Und gut ist auch, dass es irgendwann vorbeigeht. Jedes Zusammensein beinhaltet auch eine Trennung und so ist es mit dem Leben auch. Kommt man auf die Welt, weiß man, dass man irgendwann geht. Und das haben wir akzeptiert. Unser Thema heute war, Vorsicht, ich habe ein Geheimnis. Wir haben jetzt auch die Leitung geschlossen, falls jemand von euch noch auf dem letzten Drücker ein Geheimnis loswerden will. Wenn ihr es aber nicht hier in die Sendung schafft oder bisher geschafft habt, dann könnt ihr es uns schreiben und zwar an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam an die Blaue Stunde, ja, an meine Sendung, meine Redaktion bei Radio 1.
Und wie ich eben schon gesagt habe, lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, bleiben wir einfach standhaft gegen alles, was Idiotie ist, gegen alles, was blöd und dumm ist, gegen alles, was unser Leben versucht zu unterwandern durch Einfältigkeit, durch Rigorosität, durch Dogmen. Bleiben wir einfach gewappnet dadurch, dass wir uns zu unserer demokratischen Konstitution bekennen, dass wir sagen, Diversität und Vielfalt, das ist unsere Stärke. Und lassen wir jedem seine Luft zum Atmen, zwingen wir niemanden dazu, nach unserem Weg zu gehen. Und bleiben wir trotzdem unseren Wegen treu. Das ist das Wichtigste, glaube ich, in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen. Und trotzdem auch einen Dialog miteinander zu führen, sich nicht anzuschreien, sich nicht anzubellen, den anderen nicht zu verurteilen und ihn nicht zu beschimpfen. Das ist die Maxime, nach der wir leben sollten. Und nach den richtigen Argumenten zu suchen, manchmal auch zu streiten, vielleicht auch darum zu ringen, ohne dass man den anderen überfährt. Das ist auch okay, das gehört dazu in einem demokratischen Diskurs. Aber manchmal eben, gerade in der heutigen Zeit, wird das zu aggressiv getan. Und überlassen wir die Aggression lieber denen, die es können, nämlich den Schauspielern, den Comedians, den Kabarettisten, denen, die berufsmäßig schon wütend zu sein haben, wenn sie das kommentieren, was sich Realität nennt. Ja, schönes Schlusswort, oder? Wir haben die blaue Stunde, es geht immer ratzifatzi, unfassbar, wie schnell das vorbeigeht, 2 Stunden wie im Flug. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Fußball. Wir haben jetzt die 22. Minute. Wenn die Sendung vorbei ist, habe ich eine gute Viertelstunde noch in der ersten Halbzeit. Und ich hoffe, dass wir die Bayern platt machen, auch wenn es vielleicht ein paar Bayern-Fans gibt, die hier zuhören. Und dann in der Tabelle noch ein bisschen weiter hochrutschen. Danach werde ich wahrscheinlich zu meinem Freund fahren, einem guten Freund von mir. Und wir trinken, Vorsicht, fast Tor, ein Fläschchen Rotwein. Wir unterhalten uns, wir essen was zusammen und lassen den Abend ausklingen. Und morgen, wie gesagt, geht's dann zur Aufzeichnung. Und am Dienstag könnt ihr euch das angucken. Thema, wer ist schuld an Erdogan, auf NTV um 23.10 Uhr. Ja, das ist alles an Infos, was ich loswerden wollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Ich hatte großen Spaß mit euch. Wir hören uns nächste Woche wieder um 16 Uhr. Und dann schauen wir mal, worum es dabei geht. Jetzt haben wir noch eine Musik, und zwar auch eine Band. Wir sind heute sehr gemischt gewesen, aus Retro, Modern, aus Rock und allem drum und dran. Das ist The Alan Parsons Project, sehr bekannt über die Jahre hinweg. Das waren die Tontechniker der Beatles, die dann auch selbst sehr erfolgreiche Alben rausgegeben haben. Mein Favorit aller Alben von Alan Parsons ist I, Robot und das Edgar Allan Poe. Tales of Mystery and Imagination, wo Orson Welles auf der zweiten Seite The Fall of the House Usher vorträgt. Großer Favorit von mir, geniales Werk, monumental. Hier haben wir jetzt eine Nummer, ist es Alan Parsons? Ich glaube, es gab eine Nummer, die Amagama hieß und von Pink Floyd war. Die hier heißt Mama Gamma. Und ist von The Alan Parsons Project. Das war die blaue Stunde. Es hat großen Spaß gemacht. Gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.